Endlich ist es soweit. Heute baue ich meine Schubladen. In der Vergangenheit hatte ich schon einige Male Schubladen gebaut. Heute wird es auch nicht anders sein. Simpel, alles miteinander schön verschrauben. Aber vorher müssen wir die USB-Platten erstmal von Nut und Feder trennen. Und dann können wir den eigentlichen Zuschnitt machen. Und dann sehen wir mal weiter. Platte Number One. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das auch hier von der Länge her, dass das passt. Jawohl, das passt. Oh, ja, heute arbeite ich immer mit einer Absauganlage, einem Staubsauger. Die Schubladenböden haben wir zugeschnitten. Als nächstes schneiden wir 10 cm Streifen für die Seitenteile. Hier habe ich mir jetzt provisorisch einen Schiebeschlitten gebaut, weil ich hier diese schmalen Stücke nicht am Parallelanschlag so führen möchte, sondern hier sicher ansetzen und dann fahren. So, die Stücke sind jetzt 470 und davon mache ich wie viele? Ja, noch 11 Stück. Hier haben wir jetzt unsere Bodenplatte mit den Seitenteilen. Ich lege mir die jetzt mal hier kurz an, um zu schauen, ob alles passt. An den Kanten schön bündig, mein Magen knurrt. Ich krieg langsam Hunger. So. Am liebsten wäre es mir natürlich, dass das alles perfekt, exakt passt. Dann brauchen wir nämlich nichts mehr nachzusägen, zu korrigieren. Hier ist es bündig, da bündig. Wie sieht es hier aus? Wow. Wenn sowas wirklich perfekt passt, ne, da werde ich geil. Da werde ich geil. Das ist echt super. Bleibt uns nur noch eins übrig. Ich baue den Kasten komplett zusammen, also 6 Stück davon. Und dann schleifen wir das Ganze von außen ein bisschen ab, weil ich will jetzt nicht die Einzelteile jetzt schon schleifen. Ich baue das zusammen und dann kurz drüber schleifen und gut ist. Danke. Als allererstes machen wir unsere Markierungen rundum. Ziehen wir uns eine Linie, da wo die Löcher reinkommen, und dann, das mache ich natürlich mit allen Platten, ich zeige es euch nur an einer Platte. Eigentlich auch sehr gut. Perfekt, ey. Ja, ey, ich bin echt immer wieder überrascht, wie gut die GTS eigentlich ist. Ich habe mir die Säge ja nicht umsonst noch mal geholt. Die ist echt gut, also mit der kann man wirklich super tolle Schnitte machen. Nicht Zehntel genau, aber so gut, dass man damit sowas bauen kann. Nicht nur die Schubkästen sollten stabil sein, sondern auch die Auszüge. Je nachdem, was wir in die Schubladen reinpacken, muss das natürlich was aushalten. Deswegen habe ich mich für die von teleskopschienen-shop.de entschieden. Der liebe Thomas hat mich über Instagram erreicht, gefragt, ob ich welche brauche. Ja klar, ich meine, ich baue Schubkästen, Schubladen, also brauche ich auch Auszüge. Vollauszüge, 500er, die werden wir jetzt verbauen. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung und hier nochmal die Webseite. So, und hier haben wir jetzt das gute Stück. Ich nehme das ganze Teil, nehme die Kante der Schubkasten, die untere Kante vom Schubkasten,
als Bezugskante, lege mir das hier auf und dann können wir nämlich hier durch die Löcher, die wir hier haben, können wir dann unsere Markierung machen. Oder wir gehen natürlich hin und messen das Ganze aus. In dem Fall sind es 22 mm ist die Mitte der Bohrung. Hier ist unsere Linie, hier sind unsere Löcher. Jetzt müssen wir die so genau mittig draufsetzen. Piekst da mal ein bisschen rein. 4x16er Schrauben. Vorne sind wir bündig. Sind wir da bündig? Nee, ey, das ist so. Oh, Ali, du hast Mist gebaut. Das war gar nicht bündig, ey, Mist. Ich nehme hier so ein Langloch. Da haben wir natürlich etwas mehr Spielraum. So. Jetzt drehen wir das Ganze um. Ziehen unseren Auszug auseinander. Zack. So, jetzt haben wir ja hier die Gegenstücke. Damit der Schubkasten nachher nicht hier auf dem Korpusboden schleift, habe ich mir so 20 mm Streifen zugeschnitten, die dann drunter gelegt, die Schienen draufgesetzt, fest verschraubt. Jetzt schieben wir die Schublade einmal wieder rein. So, klack, raus, rein. Was wir jetzt machen, wir nehmen unsere 20 mm Streifen, setzen die hier an die Seite, rechts und links. Und darauf können wir jetzt die nächste Schiene montieren. Hier habe ich einen MDF-Streifen zugeschnitten, der ist 4 mm dick, sollte 5 haben, sind aber nur 4. Das passt auch so, wie ich es haben will. So, und dann haben wir obere Kante bündig. Rechts und links schauen wir natürlich nach dem Spaltmaßen, dass das gleichmäßig ist. Hier stimmt es, hier auch. Dann legen wir unser MDF-Streifen auf die nächste Schublade, kommt die nächste Blende und so machen wir uns dann Schritt für Schritt die Blenden dran. Schubladen fertig. Mit den Blenden davor sieht das wirklich sehr hübsch aus. Was nicht 100% ist, sind die Spaltmaße. Ja, der Korpus, der ist leicht aus dem Winkel, hat sich etwas verzogen. Ich vermute mal, dass es beim Umzug passiert ist. Aber wie gesagt, das ist minimal. Deswegen habe ich da so ein bisschen mit den Blenden etwas hin und her gespielt. Das fällt halt nicht auf, wenn man da nicht aus der Entfernung schaut. Ja, jetzt kümmern wir uns mal um die Griffe. Und dann denke ich mal, können wir das Ganze einräumen. Hier habe ich noch ein bisschen Bambus übrig. Daraus mache ich mir dann die Griffe. Es sind ja sowieso nur 6, das sollte reichen.
Ja, so sieht das aus, wenn man sich Material aus dem Baumarkt holt. Diesmal haben wir USB und Sperrholz verwendet. Das Sperrholz habe ich genommen wegen der Optik. Das sieht halt viel, viel schöner aus als das USB. Aber da gibt es ein Problem. Die Oberfläche ist halt nicht so widerstandsfähig wie bei Multiplex. Deswegen werde ich demnächst mir Bootslack kaufen, die Fronten lackieren und, wie ich es auch im letzten Video erwähnt hatte, die Oberfläche meiner Werkbankplatte. Die habe ich ja auch mit Sperrholz gemacht. Auch da wird nochmal drüber geschliffen, leicht und dann lackiert. Im nächsten Video wird es dann um die andere Ecke gehen. Auch da habe ich mir was Cooles ausgedacht. Für heute ist erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Adios.